Ja, hallo hier aus Evesen. Das ist wieder eine Ausgabe meines Videoblogs, meine Wikiwelt. Heute sitzt neben mir Frau Kraushaar. Wir haben eben ein wunderbares Gartenkonzert gehört mit Chansons in verschiedenen Sprachen, auch einiges auf Deutsch. Ja, ich habe ein paar Fragen, es hat mir sehr gut gefallen. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Kann man das im Allgemeinen sagen, Chanson oder folkloristische Musik, also aus den Volksliedkulturen der europäischen Völker? Oder wie würdest du das selbst umschreiben? Wir haben uns damals auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das so umschreiben könnte. Und ich würde sagen, es ist so eine Art Postfolklore und so ein Pop-Chanson, so eine Mischung aus beiden. Mhm. Wir haben jetzt, ich sehe da auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, zurück zur handgemachten Musik. Ist das vielleicht auch so eine Art Gegenbewegung zur elektronischen Musik, die einen von überall berieselt und wieder auch mehr so zum Live-Act zurückzukehren? Also ich glaube, um so Überlegungen wie so Gegenbewegung oder so ging es eigentlich nicht, aber interessiert hat mich trotzdem schon, was ist eigentlich ein Musikstück, wie funktioniert ein Musikstück, wie ist es aufgebaut und wie ist ein Musikstück an sich eigentlich auch vom Ursprung her irgendwie angedacht. Also eine Erzählform, im weitesten Sinne ein Sänger oder eine Sängerin erzählt eine Geschichte, die dann musikalisch begleitet wird. Sucht ihr eure Stücke auch nach textlichen Kriterien aus? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also wenn jetzt ein politisch unkorrekter Text dabei wäre oder irgendwas ganz Merkwürdiges, Komisches, dann würde ich da, glaube ich, das lieber nicht auswählen. Ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen. Wie ist denn das Verhältnis von selbstgeschrieben zu arrangierten Stücken bei euch so im Großen und Ganzen? Die erste Platte, die ich gemacht habe, Le Salon, Es wäre morbide, war eine Platte, die ich einfach selbst gemacht habe und selbst geschrieben habe. Und bei der Platte ging es ja eigentlich thematisch darum, also die heißt The Power of Appropriation und Appropriation ist die Aneignung. Und da ging es darum, Musikstücke aus anderen Kulturen, hauptsächlich europäischen Kulturen, zu adaptieren, die umzuschreiben und dann daraus eben die Post-Chanson, Pop-Folklore, Platte entstehen zu lassen. Ja, das finde ich einen ganz interessanten Weg. Also normalerweise kennt man ja von vielen Bands, dass sie relativ viel auch gecovert haben, so anfangen und dann beginnen selbst zu schreiben und sich auch so zu emanzipieren. Die Beatles haben auf ihren ersten Platten ja auch noch relativ viel gecovert. Das ist sozusagen der Weg zurück, also der umgekehrte Weg, sozusagen von den eigenen Liedern zu daran fremde Stücke zu adaptieren und auch zu arrangieren. Das finde ich ganz interessant. Aber ihr arrangiert sie selber auch und wie weit nehmt ihr euch doch noch Freiheiten, sozusagen was Eigenes draus zu machen? Also jedes Stück ist im Studio entstanden. Die Platte ist ja weitaus im Umfang jetzt mehr als zum Beispiel die Unplugged-Tour. Die Unplugged-Tour ist ja im Prinzip eine Besetzung, was eine Unterbesetzung wäre. Mit Kontrabass und Gitarre und Gesang aufzutreten, ist nicht das klassische Format. Die Studioplatte ist mit Geige arrangiert, mit verschiedenen Trommeln, vielen Perkussionsinstrumenten, alten Klavieren, Kontrabass. Also ganz, ganz viele Instrumente sind dabei und es ist in reduzierter Form Elektronik mit dabei. Und da war uns das Arrangement natürlich so ganz wichtig. Es gibt so ein paar Freiheiten, die wir uns natürlich genommen haben. Aber in der Grundform, in der Grundidee, hört man jedes Lied noch durch. Dann vielleicht zu eurer Arbeitsweise. Versucht ihr, wenn ihr im Studio seid, sozusagen das möglichst live-mäßig einzuspielen? Oder tut ihr auch sehr viel mit Overdubs arbeiten, mit sozusagen ausgefeilten Arrangements, wo auch sehr viel noch im Detail dann nachträglich gearbeitet wird? Also wir haben versucht, jedes Instrument schon von vornherein so sauber einzuproben und sauber einzuspielen, dass man dann letztlich irgendwie dann im Schnitt das zwar noch mal arrangiert hat und was dazugefügt hat, aber es ging schon auch um so eine spielerische Fähigkeit und Fertigkeit. Gut, du bist ja, hast du mir im Vorgespräch erzählt, hast ja auch Kunst studiert in Hamburg. Und wie war denn dein Weg zur Musik? Ich habe mit 14 angefangen, zum ersten Mal in einer Punkband zu spielen und seither eigentlich gar nicht mehr aufgehört. Und so verschiedene Musikgenres waren dann immer wieder dabei, sogar so New Wave Sachen und sowas. Dann gab es auch elektronische Projekte, dann gibt es auch so DJ-Sets, die ich mache.
viel auflege und es ist so eine Beschäftigung mit Musik im allerweitesten Sinne. Und deswegen war das für mich, als ich angefangen habe, Kunst zu studieren, klar irgendwie, dass ich auch immer musikalische Einflüsse oder im weitesten Sinne Medienkunst irgendwie Einflüsse irgendwie in meinen Arbeiten habe. Ich habe bei Michaela Melian Diplom gemacht, die ja selber Musikerin ist und aber auch an beiden Schnittstellen arbeitet und das, denke ich, hat für mich sehr viel gebracht. Ja. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an NDW und New Wave. Das war ja in den Ursprüngen auch eigentlich was so ein bisschen genreübergreifend war. Da haben ja auch bildende Kunst zum Teil eine Rolle gespielt. Ja. Ich bin ja persönlich der Meinung, dass wir gewisser Hinsicht immer noch im New Wave-Zeitalter leben. Also gerade was so, ich will mal sagen, Independent anbelangt, ist New Wave-Paradigma immer irgendwie noch gegenwärtig, finde ich auch bei vielen neuen Produktionen, die man hört. Siehst du das ähnlich, oder? Also, das waren so ein paar Kochtöpfe, ja, was auch okay ist. Man kann ja ruhig auch ein paar Kochtöpfe irgendwie auf den Herd stellen, irgendwie ja, miteinander. Da muss man sich auch überlegen, welche Musik meint man jetzt? Meint man jetzt deutsche Musik, europäische Musik ja, oder asiatische Musik? Oder die, ne? Also so, ich sehe jetzt für mich keinen großen Sinn irgendwie darin, so Genres auseinanderzureißen. Absichtlich, aber ich sehe auch keinen großen Sinn darin, absichtlich jetzt irgendwie Genres unbedingt zusammenzufügen. Also so, um jetzt so polemisch zu sagen, der blinde Geiger mit jüdischem Hintergrund, der in Usbekistan mit einer englischen Friedensaktivistin verheiratet ist und mit ihr zusammen Konzerte gibt, finde ich natürlich toll so irgendwie, aber man kann es auch so übertreiben. Also, aber letztlich, vielleicht ist jetzt bei unserem Projekt irgendwie, wir haben ja darauf Wert gelegt, also dass Pop und Chanson und Folklore sich irgendwie so verbinden. Also ich glaube, bei drei verschiedenen Elementen zu bleiben, hat sich da angeboten. Also noch mehr Elemente dazu zu nehmen, wäre mir jetzt vielleicht zu durcheinander gewesen. Ja, muss man auch aufpassen, ne? Viele Köche verderben den Brei. Gut, ich bedanke mich bei dir. War ein schönes Konzert. Ich glaube, es ist der Abschluss auch eurer Tournee gewesen. Ja. Kannst du mir vielleicht noch sagen, was bei dir so als nächstes auf dem Programm steht, was man von dir zu erwarten hat in nächster Zeit? Also ich arbeite gerade noch an einer Theaterproduktion und das wird vielleicht jetzt irgendwie auf der Attention gezeigt und dann gibt es nochmal eine Holland-Tour. Dann gibt es aber auch nochmal so ein paar kleine Einzelkonzerte, die wir jetzt im norddeutschen Raum veranstalten. Ich arbeite gerade an einer neuen Platte, ich habe ein neues Hörspiel geschrieben. Also im Prinzip bin ich die ganze Zeit am Arbeiten. Dann habe ich einen kleinen Film jetzt irgendwie überlegt, den ich machen möchte. Aber eher dann im Bereich bildender Kunst, also weil ich ja immer so parallel irgendwie arbeite. Und ein Ende oder sowas gibt es nicht. Es gibt eigentlich immer wieder so einen neuen Anfang und so eine Fortführung der eigentlichen Arbeit. Jeden Raum, den man betritt, da gehen wieder drei Türen ab, ne? Genau, da gibt es viele Köche. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Okay, ja.